Also muss ich sagen, hat wirklich was. Ne? Das streite ich gar nicht ab. So, 1%. Mal schauen, was hier zuerst zusammenbricht an Produktion. Und dann muss ich ja eh zusehen, dass ich hier das hier copy-pasten mache. Dann kann ich das doch eigentlich direkt hier. Untersetzen. Kommt da auch hier weiter. So. Bei früher oder später muss dieser ganze See hier zu sein. Bop, weil je mehr ich nach und nach verteile auf die Endgame-Base und das bloß per Zug hier hinbringe, die Wissenschaftspakete, umso weniger muss hier auch mit Drohnen rumgeflogen werden. Vier Bänder. Ja, hatte ich auch. Aber hier Kupferbänder, vier Stück, die gehen etwa bis in die Mitte. Und dann muss ich hier so einen Bypass schaffen, weil sonst kam hier hinten kein Kupfer mehr an. Das war das Problem. Deswegen habe ich das achtbändermäßig gemacht. Und die Züge bringen es halt auch in der Masse dann an, dass ich hier erstmal rechts und links Ausladungen habe. Dann sind es 16 Bänder. Die bringe ich auf 8 Bänder runter und dann eben auf 4 Bänder später. Deswegen die vielen Bänder da. So. Ist hier schon wieder was frei? Nee. Die brauchen aber auch dermaßen. Meine Fresse, ey. Zwei. Hier sind drei. Dann machen wir schon mal wieder das schön weg hier. Bap. Und bap. So. Und jedes Kreuz-AKW, was da weggeht, weniger Drohnen, die rumfliegen, mehr FPS, die übrig bleiben. Ah, ist das schön. Ist trotzdem eine übelste Sache hier. Es reicht vollkommen aus, ey. Und ich, weil ich so viele, die, woher die Solarpanels kommen, weil ich hier zwischen meinen Schienen habe ich halt Solar und Akku mit drin. Ja, wie gesagt, es hat sich bei mir historisch entwickelt. Und da ich nicht so der Fließband-Experte bin, weil ich, wie gesagt, mehr der Drohnenfetischist bin, habe ich es dann irgendwann so gebaut. Und ich jetzt hier natürlich, dass das reicht bis hierhin. Also kurz vor dem Blauen. Genau. Das heißt, wenn ich die Blauen dann in der Endgame-Base produziere, dann kann ich das Ganze hier abreißen und dann gehen wirklich vier Bänder Kupfer nur noch bis hinter. Aber da muss ich eben erstmal hinkommen, dass ich das Ganze in der Endgame-Base produziere. Hier sind 3200, also ganzes Stück kann es noch laufen. Auch mit dem Strom reicht es vollkommen aus. Das finde ich schon mal krass, dass das so funktioniert. Bin ich jetzt ein bisschen selbst über meine Base überrascht, muss ich sagen. Deswegen, hier, das läuft auch schon mal sehr gut. Ist jetzt hier nicht zugemacht? Doch, ja, ne?
Wenn das zu ist, mache ich hier das weiter runter. Und dann wird das hier weiter nach unten gezogen. Und dann kommen hier die grünen Sachen hin. Brauche ich für die grünen schon mal Zahnräder. Das ist schon mal ganz positiv, weil ich die Fließbänder brauche. Gut. Also Zahnräder produziere ich ja hier oben. Das heißt, ich kann hier direkt Fließbänder hinbauen. Ein Cluster für Fließbänder. So, dann die grünen Schaltkreise. Die grünen Schaltkreise sind doch so ein Ding. Grüne Schaltkreise bringe ich doch an, ne? Richtig? Jo, die bringe ich an. Genau. Also auch das ist dann nicht mehr. Also ich brauche ein Cluster für Fließbänder. Und ich brauche ein Cluster für die. Ein Cluster. Also ich muss drei Cluster bauen und ich kann die grünen schon in der Endgame-Base bauen. Das ist doch schon mal schön. Wie viele Drohnen fliegen? Das ist so eine Frage. Je nachdem. Mit Game-Base. 16.000 verfügbar, 9.000 frei, also so 7.000 um die Dreh. In Kupferschmelze zum Beispiel sind 12.000 und naja, 5.000 noch frei, 6.000 frei, also die Hälfte, 6.000 fliegen. Wenn ich jetzt aber hier in EZL gehe, 53.000 Drohnen, die alle fliegen, alleine hier. Und wenn ich Logie. Mal auf alles gehe. Da habe ich fast 200.000 produziert. Das heißt nicht, dass sie jetzt rumfliegen, aber das habe ich produziert. Und hier fliegen bestimmt deutlich weniger rum in der Base noch, wenn hier die AKWs weg sind. Aber das reizt mich jetzt, schon mal in die Endgame-Base zu laufen. Schon mal runter zu gehen oder da hoch, besser gesagt. So. Ist jetzt mein ganzes Landfill, was ich hier zwischengespeichert habe, schon wieder weg. Tatsache, der ballert hier zwar durch den Stein, aber das wird hier noch dauern, weil er erst hier hinten angefangen hat. Ah! Also kann ich mir im Zweifel noch Landfill aus der Base rüberholen. Und zwar von hier, wenn ich sage allgemein ein, dann. Ja, der hier so rein. Ich muss bloß den dann einmal fahren lassen und ich habe da ein bisschen Drohnen-Action. Baubots. Was kann ich? Bau. Alles. Nur 34k. Also, ich habe auch einen Supportzug, ne, muss ich ja auch sagen. Hier zum Beispiel bei der Stahlproduktion. Hier sind Roboter dabei, die hier auch eingespeist werden. Und die werden halt nur eingespeist, wenn hier unter einer bestimmten Minimumanzahl freie Botter da im Netzwerk sind. Und dadurch funktioniert das automatisch, dass es sich irgendwann ausgleicht. Moment, kurz AFK.
So, das war bloß Telefon, wo ich ran musste. So, wenn ich hier mal meine Drohnennetzwerke aufmache, man sieht, ich habe hier wirklich viele vereinzelte Drohnennetzwerke. Zum Beispiel auch für meine ganze Verteidigung jeweils ein einzelnes Drohnennetzwerk. Also auch da, deswegen kommen diese unterschiedlichen Anzahl von Drohnen zustande. So, der ist nämlich jetzt angekommen. Jetzt sage ich dem einmal irgendwas. So. Sag aber gleich, du fährst wieder rein. Der kurft rein, wird natürlich nicht vollständig entladen. Ja, alles ein Netzwerk ist aber schwierig bei so einer großen Map, weil die Drohnen dann Ewigkeiten fliegen im Zweifel. Und so kannst du das mit dem Supportzug viel schneller und besser steuern. Und die müssen nicht mehr so weit fliegen. Zack. So. Wie lange? Oha. Okay. Hab mal auf die Uhr geguckt, wie spät es eigentlich ist. Meine Güte, bin ich schon lange jetzt unterwegs hier. Aber es hat sich gelohnt. Großer AKW steht und ich fange hier an, meine kleinen AKW-Kreuze dementsprechend abzureißen. Das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Da wären hier so viele Drohnen frei. Kann ich dann wieder manuell irgendwo anders hin verschiffen? Ist halt wirklich, wenn du hier so manchmal guckst, wo die Drohnen herkommen, das sind hier schon große Gebiete. Und wenn ich jetzt noch sagen würde, okay, all die Drohnen, die hier rumfliegen und frei sind, müssten jetzt noch ins EZL mithelfen. Da werden die alle im EZL gebunden und es würde nicht mehr wirklich woanders weitergehen. Deswegen ist diese Trennung schon sinnvoll ab einer bestimmten Größe, finde ich. Ja, ist denn jetzt eigentlich hier schon was am Abkacken? Nee. Eisenkupfer läuft noch soweit. Die haben auch noch alle drin. Okay. Der ist auch schon bei 81% wieder. Sehr schön. Nö, momentan läuft es noch mit der Wissenschaft. So. Das noch mal hier runter, damit wir hier mehr Sicht haben. Hier auch den letzten Rest noch überkleistern kann. Zack. Zack. So. Ah, so. Das wird
wird interessant, dann die nächsten Klasse da, die grünen Wissenschaftspakete. Jetzt wird es richtig langsam spannend hier. Wenn die NGMBs immer mehr übernimmt. Was hier noch? Also. Wäre schon cool, wenn ich das jetzt noch fertig kriege. Paar Minuten will ich noch spielen, aber dann ist erstmal Schluss für jetzt. Ich hätte Abend noch mal streamen, weiß ich nicht. Hier immer noch. Der macht immer noch. Ist das irre? So. Prop, prop, so, dann machen wir halt das und auch hier hin. Und dann sollten wir eigentlich hier das Ding durch haben. Schick den nochmal los. Weil verloren ist das Landfill nie. Wir haben hier noch andere Seen, die perspektivisch irgendwann gefüllt werden. Und wieder ein Eingriff und wieder repariert. Voll automatisch. Das ist halt das Schöne, wenn man das so automatisiert hat. Man kann sich wirklich um die wirklich großen Probleme kümmern. Denn die kleinen, die macht halt die Map von ganz allein.